Hallo Freunde, sorry für den letzten Part, da ist echt nicht viel passiert, aber heute schnappen wir uns den letzten Maulwurf. Komm her! Oh! Du hast die stärksten Meister dieser Höhle besiegt. Den zweitstärksten hast du auch besiegt. Den viertstärksten hast du auch aus dieser Höhle besiegt. Und den schwächsten Master hast du auch besiegt aus dieser Höhle. Ich bin der wirkliche drittstärkste Meister dieser Höhle, Mann. Jetzt werden wir sehen, wer der stärkste wird. Wer ist wirklich der wahrste Stärkste? Mann, ich mach ihn einfach kalt. So, okay. Alles klar. Ness basht erstmal. So, wir haben rausgefunden, dass Feuer effektiv ist, ne? Hat er durch Spionage rausbekommen. Und er hat nur 400 KP hoffentlich, wie all die anderen. Zack! Oh, was? Autsch! Der hat ein Power Shield! Ist ja gemein. Oh, oh. Okay, verdammt. Paula wurde nicht geschildet, also zählen nur Psi-Attacken. Verdammt. Oh, Schlitz! Alter, voll die Nägelin gekratzt, Mann. Okay, Ness, dann musst du jetzt aber mal. Jetzt muss ich aber Gaming machen, wenn ich es schnell haben will. So, ich bin ja eh gleich draußen, heile ich mich eh wieder. So, Paula macht nochmal das Feuer. Und Jeff kann nichts machen. Na dann, Jeff? Benutzt mal das Huhn. Soll ich mal Huhn benutzen? Ich probier's mal aus. Im Kampf. Wir haben ja noch eins, ne? So, okay. Oh, oh. Und Schlitz! Alter, der arme Ness! Und das Huhn! Aber es passiert nichts. Na toll. Gaming better! Wow, wow, moings! Yeah! So, okay. Und tschüss! Ha! Genau wie alle anderen hat er auch also gleich viel KP gehabt. Das wirkte bisher so. Alter, voll viel Erfahrungspunkte. Wir haben es geschafft, Leute. Ist jetzt hier das Gold drin? Ness öffnet das Geschenk und es ist... eine Mutkapsel drin, alles klar. So, okay, heißt das jetzt, der olle Typ kann jetzt wieder graben? Oder soll ich irgendwie mal hier bei den Knochen suchen? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, er ist jetzt fertig, oder? So, Beta für Ness. So, fast 300 KP heilt. Okay, wie vibrierst du, Mann? Na, nicht mit dir, du oller Typ, Mann, yeah. Da-dam. So, okay. Also jetzt wieder raus. Vielleicht kommt eine böse Überraschung. Vielleicht auch nicht. Da-da-dam-bam. Rede ich jetzt mal mit dem Typen. Da-dam. Ey, oder ich benutze die Exit-Maus. Die kann ich auch mal machen. Ich benutze die einfach mal. Benutzen. So, die Maus findet den Weg raus und ihr folgt ihr mit einer Welle. So, alles klar. Und der Typ ist tatsächlich weg. Okay, alles klar, na dann mal gucken. Was jetzt hier ist. Okay, jetzt steht er da draußen. Es kommt erstmal wieder ein Foto. Ding. Hallo, ich mache wieder Fotos von euch kleinen Rackern. Und ready, set, go, Alter, yeah. Und Knips, okay. Voll verschwitztes Foto, aber ist egal, Mann. So, eigentlich, wie kann Ness eigentlich einen Sonnenstich kriegen? Ich meine, er hat ja extra dafür so eine Mütze auf. Die ist eigentlich dafür gedacht. Okay, egal. So. Oh, wir sind die Monster losgeworden. Ihr seid die Monster losgeworden. Cool, Mann. Gute Arbeit. Okay, von jetzt an überlass mir das Graben. Du wirst sehen, ich werde Gold ausgraben. Bevor ich zu graben anfange, sollte ich meine Aktionen sorgfältig planen. Okay, dann panik mal noch eine Runde. Ich will jetzt Gold haben, du Typi. Du hast es mir versprochen, Mann. Ich red mit dem und schlaf jetzt mir mein Rausch aus. Mein Goldrausch. Ihr wisst schon. So. Bam, 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 bam. Ist der Typ jetzt fertig? Wenn jetzt hier draußen noch rumsteht, ne? Okay, er ist drin. Okay, gehen wir mal rein. Oh Gott, das ist ein Oladino-Typ. Aber er stört mich nicht. So, wo ist denn der jetzt? Oh, muss ich jetzt den echt hier drin suchen? Aber wir sind alle Monster weg, hoffentlich. Ich hoffe ja. Dann ist es ja nicht so schwer. Dann suche ich den einfach schnell. Oh, ist das schön, es sind keine Monster mehr hier. Das ist echt wunderschön. Ich gehe einfach mal vermutlicherweise, gehe ich jetzt einfach mal zum Maulwurf. So. Okay, ist er schon mal nicht. Hier ist der Typ nicht, aber man, wer weiß das denn schon. Vielleicht ist er jetzt auch bei den Mäusen da. Was er da noch mal tiefer gegraben hat. Oh Mann, verdammt.
Wo ist der olle Typ mit seinem Gold? Das brauche ich doch, um die Schulden zu begleichen. Dum, dum, dum. Hier ist aber keiner. Sind wir einmal im Kreis gelaufen? Cool. So stelle ich mir das doch aber nicht vor, Mann. Und mein Huhn, das freut sich. Ich habe ein Huhn in meiner Tasche, meiner kleinen Zaubertasche. Willst du hineinfassen, dann wird's zu Asche. Was ist denn hier los? So, wo ist denn der Spinner? Du wirst sehen, ich werde ganz viel Gold ausgraben. Der bestimmt nur in so einem Klumpen. So, Leute, habt ihr... Oh, jetzt nehme ich mal wieder eine mit. So. Nee, Kai, gibst du mir die eine? Bitte nimm eine. Ja, okay, ja. Kann ich jetzt haben oder nicht? Ja, ich nehme einen mit. Alles klar. So, haben wir gleich wieder eine neue. Okay. Zack. Vielleicht ja auch hier lang gegangen. Oder hier weiter lang? Ne, hier war ein Maulwurf. Hier ist er aber nicht. Vielleicht ja hier weiter tiefer im Erdreich, aber nö. Hier ist auch nur ein Geschenk, aber kein Typ. Dann sagen sie, geben mir die Ideen aus zum Singen. Dum, dum, bum, 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 bum. Mal oben gucken. Ist er hier vielleicht lang? Das sieht alles neu aus, ist es aber nicht. Die Mucke, ey. So, hier waren wir ja auch schon überall, da gab's ein Geschenk. Da geht's wieder nach oben, hier war ein Maulwurf. Der hat aber auch nicht weiter gegraben. Wo ist denn der Typ? Wo ist der olle Typ denn jetzt nur hingegangen? Also ich vermute einfach, dass der hier ist. Muss er ja, wo soll er sonst sein? Er will ja hier nach Gold graben. Und nicht irgendwo an, dass der Stinky. Oh, mal wieder voll im Kreis gelaufen. Okay, dann einfach mal nach oben gehen. Hm, wo sind wir lang gegangen, um den letzten Maulwurf zu finden? Hier, ne, genau, hier waren wir. Haben wir das gefunden, dann war der doch hier oben gleich, der letzte. Aber hier ist ohne Ischt! Mann! Ach Mann, wie fies. Wo ist denn jetzt der letzte Typi hin? Findet man den überhaupt? Überall nur Knochen rum, hier war ein Geschenk. Geht's hier vielleicht weiter? Nee, hier war ja auch bloß ein Maulwurf, ne? Ja, hier war doch. Hier ist auch bloß der Maulwurf gewesen. Mann, verdammt! Wo ist der Typ jetzt hin? Ich grab aus, aber wo seid ihr nicht? Ich bin so fies. Oder soll ich einfach wieder rausgehen und dann steht er einfach da draußen und denkt sich so: Guck mal, ich hab dir die Funde hier bitte. Ja, der muss doch irgendwo hier sein. Da hat jemand, du wirst sehen. Ich werde ganz viel Gold ausgraben. Nee, da waren wir auch gerade schon. Bam. Mein Huhn macht keine Geräusche mehr. Vielleicht, achso, habe ich es ja echt benutzt, weil jetzt ist es echt weg. Aber wo ist mein. Ach nee, da ist der. Der überhört schon, der Geräusch ist, weil der bestimmt die ganze Zeit da, aber ich hab's überhört, Mann. Nee, hä, wo ist denn der? Mann, nee, der soll mir doch sagen, wo er ist. Hier waren wir ja auch schon, ich weiß das. Aber vielleicht ja einfach nach rechts gehen. Ich kann so schlecht sehen. Da, bum, 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 Maulwurf. Ah, nee, waren wir. Vielleicht auch nach unten, kann das sein. Nee, hier war bloß ein Geschenk, ganz allein. Mann, ey, wo ist denn der Typ? Okay, ich geh jetzt einfach mal wieder raus. Vielleicht war der mich auch komplett verarscht. Die Mucke geht mir auf die Nerven, aber hey, dann hau ich einfach ab. Wo soll denn der sein? Wo ist er? Hier ist er nicht, hier war er nicht. Keine neue Höhle in Sicht. Kein neuer Eingang irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Einfach fail. Okay, gehe ich jetzt einfach nochmal hier gucken. Hier war eine Leiter. Vielleicht hier. Wo ich auch nicht drauf wetten würde. Nee, hier war auch bloß ein Maulwurf drin. Hier waren wir doch auch schon. Ach, wir waren hier doch überall. So, okay, ich habe jetzt die ganze Höhle abgesucht. Der ist hier nicht. Der ist hier nicht. Verdammt. Der ist ja vielleicht jetzt einfach draußen und sagt, guck mal, ich hab's gefunden, ohne dass du es gesehen hast, ganz schnell an dir vorbeigegraben. Schön.
Willst du die Dinge nochmal angucken? Hm? Nö. No problem. Hä? Wo ist denn der Typ? Verdammt, ey. Das hier ist ein Büffel. Hallo? Nee, die sagen alle auch bloß noch dasselbe, weil sie ihn suchen. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall ist er aber weg. Oder ist er in seinem Bagger hier drinne? Nee. Ist das hier vielleicht der Goldklumpen? Nee. Und der Typ ist einfach weg. Und ich weiß nicht warum. Das kann doch alles hier nicht so mit rechten Dingen zugehen. Hey, der muss da drin sein. Wo ist... Der sagt ja, du wirst sehen, ich werde bald Gold graben. Ja, wo ist der? Ist hier doch gar nicht mehr. Ja, ich kann ja nichts weiter tun, als jetzt hier ihn suchen. So, von da kamen wir, da war nix. Der war auch nichts. Wir waren jetzt auch schon an allen Maulwurfstellen. Man war auch schon, da hat er auch nicht weiter gegraben. Keine neuen Gänge sind entstanden. Komisch. Mann, hier waren wir halt schon überall. Das ist doch nicht wahr. So, ja, da war ich da auch schon. Da kommt ja bloß an dem anderen Ende da raus. Alles voll lame. Bum, 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 dum, dum, bum. Und der hat auch nichts anderes weiter gesagt. Ich hab ihn doch richtig verstanden. Der hat gemeint, jo, ach so, ihr seid alle monsterlos geworden. Cool, ja, dann mach ich jetzt weiter. Jo, dann hab ich mich kurz geheilt, dann war er auch wieder weg. Und der wird hier unten irgendwo sein. Ich weiß nur nicht wo. Und ein Geheimgang. Irgendwas ganz Kryptisches. Kann ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Halt, wartet mal. Wo geht's denn da oben rechts lang? Ich glaube aber nur zum Geschenk. Ja, nur das Geschenk war hier. Ich suche ihn einfach munter weiter. Und bleib dabei ganz doll heiter. Da war auch nichts drin. Hier ist wieder so ein oder Schmetterling. Der will uns verarschen. Da war auch ein Maulwurf mit vielen Geschenken. Mit zwei. Ja, ist wirklich viel, ich weiß, aber... Also wir sind bei den Mäusen. Ist hier unten noch irgendwo weiter? Nee, nur ein Geschenk. Und hier vielleicht? Nee, da war ja auch alles... Hier war ich doch eben gerade überall schon. Hier ist nichts mehr. Und wo ist ein Maulwurf in der Ecke, in der hintersten Ecke? Der Typ ist tot. Oh. Mein Huhn kann mir auch nicht mehr helfen. Nein, ich bin ganz allein. Leute, ich weiß nicht, wo der Typ ist. Nicht, dass er schon wieder Gold einfach hat und ist irgendwie zur Stadt gerannt oder so. Keine Ahnung. Dann, wenn mir nicht anders übrig bleibt, werde ich einfach wieder zur Stadt gehen. So, wo ist denn der Typ? Hier vielleicht? Ne, von da kommt man ja die ganze Zeit immer. Ne, das ist ja der Rückweg. Ne, das ist der Rückweg. Mann! Das macht mich jetzt aber echt sauer. Wir waren doch jetzt schon überall. Fünfmal, mindestens. Hier war ich auch schon 50 Mal. Ja, nee. Also der Typ ist hier nicht. Der Typ ist hier nicht. Ich hätte echt gedacht bei irgendeinem Maulwurf, aber... Der war schon überall. Gehe ich nochmal hier hoch. Der ist einfach weg. Der hat nicht weitergegraben, der olle Sack. So, hier sieht es ja sehr weit abgeschlagen aus, aber hier ist auch nichts weiter außer so eine olle Abkürzung durch den Tunnel und so. Mit Geschenk da unten. Nö. Ey, jetzt hol ich den ganzen Part diesen ollen Typen. Das gibt's ja wohl nicht. Halt, nee. Habe ich mich nur verguckt. Nee, geht's nirgends vor lang. Wo ist der denn? Der hat ja seinen geheimen Grabplatz rausgefunden. Ich hab den nicht gecheckt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Mann, wo ist denn der olle Typ? Hast du einen Tipp? Wo ist der denn? Bitte nimm meinen Sohn auf dem Weg. Hehe. Hab ich doch schon getan. Oh, du hast ihn ja schon, ja. So, hier geht's zu dem Maulwurf, der der letzte war. Und hier ist nichts. Nö, okay, Leute, dann ist er hier nicht. Dann hau ich jetzt mal kurz ab und geh zur Stadt oder was. Keine Ahnung, der ist hier nicht. Der ist hier nicht. So, okay. Keine Ahnung. Vielleicht muss Zeit verstreichen oder sowas.
Die Typen sahen die vielleicht irgendwas anderes jetzt, vielleicht von wegen, oh, er hat das gefunden, ist weggerannt. Nee, der sagt immer noch dasselbe. Der sagt immer noch dasselbe. Aha. Und sie hat keine Probleme, nee. Ja, Verdammt, ey. Tja, das ist ja jetzt ärgerlich, ey. Nichts erreicht im Part. Alter, hat der rennt ein so ein Vieh echt bis zum bitteren Ende hinterher. Alter, das gibt's ja nicht. Ich dachte, irgendwann lässt er los, aber nö. Mann, so ein Reinfall-Part, ey. Tut mir voll leid. Okay, geht einfach nochmal zur Stadt. Vielleicht ist in der Stadt inzwischen was anderes. Kann ja sein. Warte mal, kann doch sein. Kann doch sein, dass, weil so hat die Geschichte auch angefangen mit dem Typen, der sag ich jetzt mal. Wir haben den erstmal zu essen gegeben, hat er gesagt, okay, ich fange nochmal an. So, dann war nichts, dann mussten wir weggehen. In der Stadt gab es ein bisschen Trouble. Dann kamen wir wieder und dann hat er was gegraben. Vielleicht braucht er einfach wieder ein bisschen mehr Zeit. Kann ja sein. Vielleicht ist jetzt irgendwas Neues in der Stadt los. In der Stadt ist jetzt irgendwie vielleicht ein weiterer Schritt, den man machen kann. Und dann geht's. Aber ich hoffe, da wird einem irgendwie darauf hingewiesen, hoffentlich. Ich schau einfach mal. Tatsächlich! Alter Schwede! Ness, grüße dich! Ich bin George. Gerardo Montagues Bruder. Gerardo ist in seiner Mine, aber er hat etwas gefunden. Ein vergrabenen Schatzmann. Wir, wie auch immer, haben einen Diamanten anstelle gefunden. Okay. Okay, anstatt einen vergrabenen Schatz haben die einen Diamanten gefunden. Okay, Gerardo hat mir erzählt, ich soll ihn dir geben, Ness. Hier ist er, bitte nimm ihn. Alter, ist das cool, Mann! Ja! Okay. Ness hat den Diamanten bekommen. So, ich muss ihn auch los jetzt, ne? Ich bin beschäftigt, an einer anderen Mine zu arbeiten. Ja, beschäftigt. Okay. Rückwärtsgang. Alles klar, Leute. Sorry, konnte ich nicht wissen. Ich dachte echt, ich muss in die Mine und irgendwie ist der denn da und hatte die gefunden. Naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Kohle mit einem dicken Diamanten, um die Runaway Fives von ihren Schulden zu befreien. Zum zweiten Mal. Vielleicht nicht zum letzten Mal? Das wär's ja eh. Also dann haben die echt nichts begriffen. Okay, wo war das nochmal? Ach da. Okay, das ist nicht weit weg. Und wir sind gleich versteckt. So, okay, diesmal gebe ich es auch der Frau direkt, wenn ich mich neben ihr stelle. Weil das war ja irgendwie auch so der eine Typ, wollte erstens sein Geld nicht haben, weil ich nicht neben ihm stand, sondern davor. Ach, muss ich wieder eine Ticketkarte holen? So, hallo, willst du ein Ticket, Mann? $30. Okay, Mann, aber ihr seid ganz schön voll bepackt. Ist ja gut, Mann. Was macht nochmal der Kalorienstick? Hm? Wenn er benutzt wird, 60 KP heilen. Oh, cool. Ness, ess ihn einfach mal. So. Schön 26 KP verschwendet. Egal. So, bitte haben Sie Ihre Tickets. Das Show-Ticket. So. Alles klar, bitte beeilen Sie sich. Die Show beginnt bald. Nein, ich will mir die Show nicht angucken. Ich möchte nur zu der Managerin. So, hallöchen, Frau Managerin. Na? Ach, ihr wollt die Runaway Fives? Ihr seid also Fans, ja? Naja, entschuldigen Sie, nein. Die Band schuldet mir $1 Million, Mann. Tja, da kann ich euch dafür. Naja, okay. Alles klar. So, du musst schon vergrabenes Gold finden, hahaha. So. Okay, hohoho, freut sie sich voll. Alles klar, hier, Mann, ziehen Sie sich das mal rein. Zack, benutzen. Was? Oh, das ist ein Diamant. Ihr wollt mit dem Diamanten bezahlen? Okay, das ist in Ordnung. Ich werde den Vertrag zerreißen. Yeah! Erzählt bloß niemanden über den Diamanten. Jetzt sind die Runaway Five frei. Ihr solltet mir danken. Dieser Diamant ist vielleicht $50 wert. Gebe ich euch. Ja, so habe ich ihn euch abgenommen oder irgendwie so ein Quatsch. Ja, du bist ganz toll. Thump, thump, thump. Schulterklopfen oder was? Keine Ahnung. Oh, ich habe so viel Geld gemacht. Und jetzt kommen sie wieder. Sorry, Mann, dass wir so eine Schwierigkeitsmacher sind, Mann. Oh, Mann, ey, wir werden nicht mehr so waghalsig sein, Mann. Naja, unsere Fans warten draußen, Baby. Tschüss! Lass uns diese eine letzte Show machen und dann sind wir raus hier.
Okay, Mann, dann hau doch ab. Alles klar, danke nochmal. Was zur Hölle, Mann. Geld, das ist, was ich will. Geld ist, was ich nicht. Was heiß ist, Mann. Yeah, Geld ist, was wir gekommen haben, um Frieden zu kaufen. Nee, was? Mann, hör auf zu singen und red anständig. Geld ist, was ich will. Geld ist, was es heiß. Geld ist, was ich will. Dum, dum, bam, bam. Komm mit dir, zu Arsch. Oh mein Gott. So, wir haben es geschafft, Leute. Deswegen aber spannend, wie die uns jetzt helfen wollen. So, okay. Eine sehr spezielle Show. Okay. Oh, okay, ich muss mir anscheinend erst die Show angucken. Na dann, Leute, machen wir das erst im nächsten Part. Vielleicht eine Special Show. Vielleicht ist sie jetzt anders, weil sie frei sind. Wir schauen mal beim nächsten Mal dabei wieder vorbei. Und vielleicht muss ich sie wieder schneiden, wenn es dieselbe ist. Aber ich schaue einfach mal. Bis zum nächsten Part, Leute. Dann kommen wir endlich weiter. Ciao.